Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem Satz von Bayes. Wir haben im letzten Video ja bereits den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kennengelernt und ich möchte heute mit dem Satz von Bayes einfach den zweiten elementaren wichtigen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung diskutieren, herleiten und habe dann auch noch ein Beispiel vorbereitet, wo wir auch wieder den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit brauchen werden, um das Ganze dann nochmal an einem praktischen Zahlenbeispiel zu verdeutlichen, was das heißt und wie man mit diesem Satz von Bayes und dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit arbeiten kann. Zunächst einmal müssen wir uns die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit nochmal anschauen. Und da hatten wir ja definiert, dass die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A eintritt, wenn ich schon weiß, dass B eingetreten ist, soll sein die Wahrscheinlichkeit für diese Schnittmenge A geschnitten B geteilt durch P von B. Wir hatten uns schon überlegt, diese Division durch P von B ist im Grunde so eine Art Neunormierung. Und diese Schnittmenge hier, die stellt sicher, dass Ereignisse, die nicht in B sind, unmöglich sind, weil ich ja weiß, dass B eingetreten ist und alles, was nicht in B ist, kann dann ja nicht mehr eintreten. Und jetzt könnte ich mir diese formale Definition nehmen und ich könnte diesen Nenner hier, P von B, rüber multiplizieren auf die andere Seite und hätte dann die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge A geschnitten B ist gleich die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B mal P von B. Das folgt einfach durch Multiplikation mit P von B. Und genauso könnte ich natürlich mir auch die bedingte Wahrscheinlichkeit B gegeben A anschauen. Auch die ist erstmal streng nach Definition definiert als die Wahrscheinlichkeit für B geschnitten A geteilt durch P von A. Jetzt ist ja A das konditionale Ereignis, also steht im Nenner natürlich P von A. Und auch hier könnte ich natürlich wieder rüber multiplizieren, indem ich mit P von A multipliziere und erhalte dann die Wahrscheinlichkeit für diese Schnittmenge B geschnitten B ist gleich die Wahrscheinlichkeit für B gegeben A mal P von A. Und jetzt ist es natürlich so, dass hier auf dieser linken Seite diese Schnittmengen A geschnitten B und B geschnitten A, dass die natürlich identisch sind, weil diese Schnittmenge definiert ja einfach nur diejenigen Elemente, die in A und B enthalten sind. Und ob ich jetzt das A zuerst schreibe oder das B zuerst schreibe, spielt ja keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass ich halt die Elemente mir rauspicke, die in beiden Mengen drin sind. Und jetzt ist es natürlich dann so, dass wenn die Mengen identisch sind, müssen natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten, die das Wahrscheinlichkeitsmaß dieser Menge zuordnet, identisch sein. Also sind diese linken Seiten hier, P von A geschnitten B und P von B geschnitten A, identisch. Und wenn die linken Seiten identisch sind, dann müssen natürlich auch die rechten Seiten identisch sein. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B mal P von B muss identisch sein mit der Wahrscheinlichkeit für B gegeben A mal P von A. Und jetzt kann ich das Ganze noch umstellen. Das könnte ich nämlich zum Beispiel durch dieses P von B hier dividieren und hätte dann da stehen, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist gleich die Wahrscheinlichkeit für B gegeben A mal P von A durch P von B. Das ist im Grunde in der klassischen Form erstmal der Satz von Bayes, der mir halt etwas darüber aussagt, wie ich diese bedingte Wahrscheinlichkeit A gegeben B berechnen kann, wenn ich diese Ereignisse hier, diese konditionalen Ereignisse vertauschen will in ihrer Rolle. Also manchmal möchte ich vielleicht etwas über diese Wahrscheinlichkeit hier wissen und kann aber über diese Wahrscheinlichkeit hier, das ist ja etwas anderes, kann ich vielleicht viel einfacher etwas aussagen. Und wenn ich dann noch etwas über P von A und P von B aussagen kann, dann kann ich eben halt auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit bestimmen. Das ist erstmal ganz klassisch der Satz von Bayes. Den haben wir jetzt einfach nur hergeleitet aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Also das folgt im Grunde direkt aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich jetzt dazu noch den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit anwende, den wir im letzten Video kennengelernt haben, dann ist es natürlich so, dass ich dieses P von B hier ersetzen könnte durch P von B gegeben A mal P von A plus P von B gegeben nicht A mal P von nicht A. Das war der Spezialfall oder die Variante des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit für komplementäre Ereignisse. Das hatten wir im letzten Video uns schon überlegt, dass das so sein muss. Und jetzt kann man sich rein logisch mal überlegen,
Wir haben hier oben diesen Term p von b gegeben, a mal p von a. Der taucht hier unten nochmal auf. Und hier unten taucht eben p von b gegeben nicht a mal p von nicht a auf. Und da ja diese beiden Einzelwahrscheinlichkeiten positiv sind, erstes Axiom, ist auch das Produkt natürlich positiv, mindestens 0, aber vielleicht sogar mehr. Das heißt, ich habe hier im Grunde einen Bruch, wo der Nenner immer größer ist oder größer gleich ist als der Zähler. Ne? Weil hier steht ja immer das, was im Zähler steht, plus noch ein bisschen was. Und damit ist dieser Term natürlich immer kleiner 1. Das muss natürlich so sein, weil es sich ja hier um eine Wahrscheinlichkeit handelt. Aber da wir jetzt hier so ein bisschen hin und her umgestellt haben, macht es durchaus Sinn, sich das nochmal an diesem Term klarzumachen. Einfach um auszuschließen, dass wir vielleicht irgendwie was falsch gemacht haben oder irgendeinen Term vergessen haben oder einen Vorzeichenfehler drin haben. Macht es also immer nochmal Sinn, sich diese Gedanken nochmal zu machen. Gut, ich möchte noch ein Beispiel zum Satz von Bayes bringen. Und zwar, so ein klassisches Beispiel, was man da hat, ist so ein Schnelltest für die Erkennung von Krankheiten. Also ich habe irgendwie so ein Krisengebiet zum Beispiel und da grassiert halt so eine Krankheit. Und ich möchte jetzt schnell testen können, ob Menschen diese Krankheit halt haben oder nicht, damit ich sie zum Beispiel in Quarantäne stecken kann oder irgendwie sowas. Und jetzt kann ich dieses Durchführen dieses Tests an einer zufällig ausgewählten Person, kann ich erstmal als Zufallsexperiment interpretieren, weil ich ja nicht weiß, ob diese Person diese Krankheit hat und deswegen auch nicht weiß, ob der Test positiv ist oder positiv ausschlagen wird. Und es ist natürlich auch so, dass so ein Test grundsätzlich niemals perfekt ist. Also es gibt immer die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test sich irrt. Das heißt, es könnte sein, dass die Person krank ist und der Test ist aber gar nicht positiv. Also das ist einfach möglich, dass das passiert, ne? Die Person ist krank und der Test ist nicht positiv oder halt negativ. Und damit ist er quasi falsch negativ und damit nennt man das auch die Falsch-Negativ-Wahrscheinlichkeit. Das Gegenereignis ist eben, dass der Test positiv ist, wenn die Person tatsächlich krank ist. Also das ist im Grunde das, was ich so erwarten würde. Die Person ist krank und dann zeigt der Test mir das auch an. Und das passiert beispielsweise jetzt nur mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Das hat man aus so einer klinischen Studie halt von mir aus ermittelt, wo man einfach Personen, von denen man weiß, dass sie krank sind, eben getestet hat. Und dann kann man halt durchzählen, wie viele davon, bei wie vielen davon der Test positiv ist. Genauso könnte es natürlich sein, dass der Test, dass ich eine gesunde Person teste und der Test trotzdem positiv ausschlägt. Also in gewisser Weise falsch positiv ausschlägt. Und dementsprechend nennt man das hier auch die sogenannte falsch positive Wahrscheinlichkeit. Und die soll jetzt zum Beispiel 5% sein. Auch das kann ich ja an klinischen Studien ermitteln. Wenn ich halt weiß, eine Person ist gesund, dann kann ich die testen und dann kann ich zählen, wie oft dieser Test positiv ist. Und dann weiß ich zum Beispiel, dass es bei 5% der Personen auftritt. Und jetzt interessiert mich natürlich noch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Personen überhaupt krank sind. Die brauche ich halt noch. Auch das kann ich irgendwie statistisch ermitteln, indem ich einfach durch die Bevölkerung durchzähle und einfach schon durch eine statistische Erhebung ermittle, dass in etwa 2% der Personen krank sind. Und jetzt kann es halt so sein, dass ich eine Person teste und bei dieser Person zeigt der Test ein positives Ergebnis. Und ich interessiere mich jetzt natürlich dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit die getestete Person tatsächlich krank ist. Also ich weiß, dass der Test positiv ist, das ist das konditionale Ereignis. Und ich interessiere mich dafür, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person krank ist. Also im Grunde sowas wie das Ding hier, aber eben halt mit vertauschten Mengen. Also im Grunde möchte ich, oder mit vertauschten Ereignissen, ne? Im Grunde möchte ich nämlich wissen, wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person krank ist, wenn der Test positiv ist. Und das kann ich nach dem Satz von Bayes eben halt, den wir gerade hergeleitet haben, eben wieder so umstellen in die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, wenn die Person krank ist, mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person krank ist. Das ist diese Wahrscheinlichkeit und diese Wahrscheinlichkeit. Und hier unten im Nenner steht eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person krank ist, wenn der Test, nein, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, wenn die Person krank ist, mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person krank ist. Also nochmal das hier. Plus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, wenn die Person nicht krank ist, also wenn sie gesund ist. Das ist diese Wahrscheinlichkeit hier. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person nicht krank ist, das ist das Gegenereignis zu dem hier. Und das ist mit 0,98 eben auch bekannt. Und jetzt kann ich all die ganzen Terme hier einsetzen und kriege raus, das ist 0,29.
Also 29% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn ich eine Person teste und der Test positiv ist, dann ist die Person mit 29%iger Wahrscheinlichkeit krank. Das ist natürlich erstmal erschreckend wenig. Man würde ja eigentlich erwarten, dass so ein Test irgendwie da deutlich besser abschneidet. Aber das liegt, oder dieses überraschende Ergebnis liegt eigentlich daran, dass nur so ganz wenige Personen überhaupt krank sind. Von denen, die krank sind, finde ich zwar fast alle. Ne, das ist hier mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Aber bei fast allen Personen, bei denen ich diesen Test durchführe, ist die Wahrscheinlichkeit oder gibt es die Möglichkeit, dass dieser Test diesen falsch positiven Fehler hier macht. Und deswegen ist die Gesamtbetrachtung, diese Gesamtwahrscheinlichkeit eben relativ schlecht mit 29% nur. Gut, das war es auch schon wieder für heute. Wir haben den Satz von Bayes kennengelernt. Wir haben ein Beispiel dazu gemacht. Im nächsten Video möchte ich noch ein weiteres Beispiel zum Satz von Bayes durchsprechen. Ein sehr interessantes, was auch ein auf den ersten Blick vielleicht nicht intuitives Ergebnis liefert. Das ist ganz interessant. Insofern hoffe ich, dass ihr auch da wieder mit dabei seid. Ansonsten erstmal bis dahin. Ciao, ciao.